Oh Gott. Oh Mann. Denke nach. Fuck. Oh boy, oh boy, oh boy. Ärgerlich. Wo fange ich an? Seit dem letzten Mal habe ich auf M2 Festplatten aufgerüstet. Einfach um die Aufnahme ein bisschen flüssiger zu machen, weniger Fehler vorzubeugen, weil es ein paar Frame Drops gab. Naja. Wie es nun mal so ist, wenn man ein System ändert, funktioniert es meistens nicht. Das habe ich aber erst zu spät gemerkt. Ich war schon im nächsten Kapitel. Ich habe so toll gespielt. Aber ohne Bild. Die Saves waren weg. Und ich musste den ganzen vorigen Kapitel bis hierher nochmal von neu machen. Natürlich habe ich gecheatet, damit dieser Ablauf ein bisschen schneller geht. Ja. Und jetzt sind wir hier. So eine Scheiße. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Ich würde sagen, weiter geht's. Los geht's. Mann, so ein Ärgernis aber auch. Ich mich aufgeregt habe. Das hat mich den ganzen Tag gekostet. Plus diesen einen Tag, den ich umsonst aufgenommen habe. Mann. Naja, was soll's. So schleben. Wenn ich mir überlegt habe, genau diese Stelle, an der ich so gehapert habe, nochmal machen zu müssen. Ne. Das war der erste Frustgedanke, den ich hatte. Never. Mm-mm. Ohne mich. Mach ich nicht. Jetzt habe ich dementsprechend... Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich Munition davor hatte. Wie meine Energie war. Drückt ein Auge zu. So ist es halt. Surrenders. Voilà. Oh. Diese Zeitung. Negotiated by obscure scientists and conditional global surrender to extraterrestrial invasion force follows Days of Unexplained Deadly Phenomena. Aber das lese ich jetzt nicht alles. Ich erspare euch das. Stay calm, Indoors Advice Experts. So sieht's aus. Da kann man rein. Ich hab's schon wieder vergessen. Genau, Igor hatten wir da letztes Mal benutzt. Voilà. Oh, ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ich komme mit dem nicht klar. Ach ja, da war ja was. Boah, Joch. Toll. Ganz toll. Doch. Oder, hä? So. Oh nein. Ich fühle mich schon wieder dumm. So, ist doch richtig da hinten. Nur gucken, dass wir ja keinen Stromschlag bekommen. Aha. So.
Das Dumme ist auch, wenn man von neu startet, also quasi Kapitel 5 nochmal neu machen möchte, hat man zwar alle Waffen, die man da quasi freischaltet, aber ohne Upgrades. Also musste ich vorgreifen. Ich hatte zwar eine begrenzte Anzahl an Polymere, aber nicht die, die ich tatsächlich, denke ich mal, eingesammelt habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich, ja, ich musste mir Polymere zaubern. Habt ihr ja alles gesehen. Okay. Die Pistole ist vollständig. Nur die würde ich so upgraden, wie ich sie wirklich upgrade. Also ich habe es so versucht zusammenzurechnen. Bla 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 bla. Uninteressant. Laservision. Ich glaube, mit 9 bin ich dann auch ins nächste Kapitel gegangen. Denke ich mal. You can put that to good use. Gut. Ja, das brauchen wir. Igor brauche ich nicht. Igor habe ich letztes Mal gebraucht. Boah, ich habe so Angst, dass die Aufnahme wieder nicht gelingt. Das würde mich so anranzen. Ja. Ja, mir fällt gerade was ein. Aber egal. Wayne. Ich weiß, dass da jemand kommt. Ich liebe dieses Lasergewehr. Visier. Getting kind of crowded down here, Russ. Com channel's gone crazy since we took out that substation. They know we're after the vault now. Whatever's in there, they really, really don't want us in. Well, now I just know. Now that's the spirit. Com? Whoa, whoa, whoa! Beruhig dich. Diesmal bin ich vorbereitet. Und ich hab's letztes Mal schon gesagt, könnt mir gar nichts. Überhaupt nichts. Und ja, bevor ihr euch beschwert, der God-Mode ist abgeschalten. So toll ist es gar nicht, mit dem God-Mode zu spielen. Da fühlt man sich einfach viel zu mächtig. Das macht überhaupt keinen Sinn, da spielt man lieber Frisbee mit Bilderrahmen. Ernsthaft. Mann! Dieser Aufwand, ey. Ich fress echt einen Schuh. Hab ich glaube letztes Mal schon gesagt. Aber immerhin funktioniert es jetzt. Denke ich. Hoffe ich. Hoffe ich schwer. Nennt sich Schuss. Ja,
Ich seufze, weil... weil ich gar nicht wissen möchte, wie oft ich diese Stelle jetzt schon gegangen bin, wie oft ich jedes Mal den gleichen Scheiß gesagt habe, wie oft ich... Okay, ich bin's oft gelaufen. Aber ich ging jetzt davon aus, dass hier ein Headcrab ist. Ist doch immer... Sieht doch auch alles gleich aus hier. Da kommt man ja auch gar nicht mit. Mann. Dreckscheiße. Und wie oft der Kack da explodiert ist. Deswegen safen wir. Machen es jetzt richtig. Ohne Explosion. Und wie immer tue ich so, als wäre das neu für mich. Oh, wie geil. Das ist ja neu. Ich glaube, ich muss... ich muss hier durch die Ringe durch. Kacke, ey. Mann. Nee, brauche ich nicht. Und wie oft ich mich gefreut habe, dass dieses Ding dreht. Wie oft ich das schon gesagt habe. Mindestens. Zweimal. Alles easy. Easy lemon squeezy. So. Am Anfang bin ich da drüber geklettert und hab das entschärft. Mach ich nicht. Ich mache jetzt langsam die Tür auf. Langsam, sage ich. Weil wenn das Ding explodiert, dann hören das die anderen. Und dann schreien die immer so. Deswegen mache ich es jetzt nur so, dass ja nichts passiert. Dass nichts explodiert. Und dann ist die Welt heile. Warte, was? Nein. Ich dachte. Denn hier ist zwar alles ruhig, aber wir sind hier nicht alleine. Und dennoch, obwohl ich diese Stelle schon mehrmals gespielt habe, habe ich natürlich wieder vergessen, wo hier was lag. Deswegen gucken wir nochmal. Brille aufsetzen? Habe ich letztes Mal nicht ausprobiert? Nein, scheinbar nicht. Dann nicht. Ich glaube, hier war nichts außer dieses eine Stück. Umf. Ja. Na gut, ich will mal nicht so sein. Ihr kennt's ja nicht, diese Stelle. Russ, are they saying my name? Yeah, yep. That's not good. Reflexe gesehen. Ich werde immer besser. Okay. Drei Schuss hatten wir letztes Mal schon freigeschaltet, oder? Bin mir nicht sicher. Aber ich hätte es getan. Und nicht vorher. Oh, und hier bin ich auch tausendmal gestorben, ey. Kacke, ey. Na gut.
nicht wegen Ungeschick beim Hacken, sondern Ungeschick wegen Fortbewegung. What? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Komisch. Aber ich lebe noch. Das ist neu. Das verfolgt mich. Ich kriege immer noch Panik. Ich war nicht in meinem Tracking-Bereich, deshalb. Okay. Oh Gott! Oh Mann! Denke nach. Fuck! Ah! Hit-Cramp! Hit-Cramp's on your face! Oh, thank God. Okay. I'm okay. It was on your face and it was disgusting. Yeah, it was. Als ich unverwundbar war, war ich richtig mutig und cool. Das richtig einstellen. Ja, ich weiß doch, dass man das durchschalten kann. Warum sollte ich... Gut. 50 Schuss. Dieses Ticken ging mir schon letztes Mal auf den Nerv. Natürlich gucken wir uns alles an. Könnten wir das natürlich auch nicht merken, wo alles lag. Deswegen machen wir einfach nochmal alles von vorne. Was ist das? Achso, ein Schwimmer. Ich denke mal, die nennt man so Schwimmer. Jedes Mal immer kurz gegenchecken, ob auch alles seine Richtigkeit hat bezüglich der Aufnahme. Weil ich paranoid bin. Runter oder hoch? Gehen wir erstmal. Runter, glaube ich. Gehen wir einfach mal runter. Da waren sie. Na, lebt er noch? Ja. Ich erinnere mich. Was habe ich dann da gesagt? Wegen einem Pulli mehr bin ich jetzt runtergegangen, ernsthaft? Ich glaube, so in dem Dreh war das. Vielleicht ein bisschen mit mehr Enttäuschung, mit mehr Elan. Aber ungefähr so war das. Das haben wir auch ganz vorsichtig gemacht. Dass ja nichts
den Strahl durchbricht. War ich letztens dumm, hab dann die Tür langsam aufgemacht, also quasi so, dass ich da durch konnte und drin habe ich gedacht, warum mache ich sie nicht einfach auf die Seite auf? Oh, ist doch viel einfacher. Läuft. Trotzdem speichern wir mal. Ich überlasse nichts zum Zufall. Ich will nicht morgen oder übermorgen wieder den ganzen Scheiß machen. Wieder irgendwas nicht aufgenommen hat und wieder gucke ich mal. Habt ihr mal kurz gesehen, wie ich da immer gegenchecke? Sonst schneide ich das immer raus. Weil ich mir denke, es gibt Sachen, die muss man nicht unbedingt. Oh, your dad's back! Hä? Oh. Achso. Das ist doch nicht mein Vater. Nein. Es gibt Dinge, die muss man nicht zeigen. Die kann man auch getrost wegschneiden. Russ? Russell, put Dad on. Alex, baby! Dad! Baby! We just took down a substation. Good. Because when they move that weapon's gone. We need to get it tonight. We will. You still got that data plot, right? I do. Russ, this thing's bio-coded. I'm gonna need a TLI. Yep, it's right over there. Okay, great. You good, honey? For sure. You go ahead. I'll be fine, Dad. I promise. Keep that promise. I'll get to work on the data pod. Mach das. Tu das. Ich glaube, hier ist das nächste Level, oder? Könnte sein. Könnte sein. Auch schön ist, wenn in den witzigsten Parts einfach mal SteamVR abstürzt. Ob wir das überleben, Andrew? Also weibliche Mannequins werden wir überleben. Was soll's? Wettrüsten. Aber diesmal richtig. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wo lang. Sorry. Eine Granny haben wir schon. Obwohl, ich habe hier einen Slot frei. Machen wir die schon mal da rein. Wir haben mal 21. Ja. Oh.
is easy. Reflexvisier. Ja. Ich kann nichts dafür. Sag gar nichts. Wouldn't want to be on the wrong side of that. Oh. Wie das aussieht, ey. Geil. Das hätte ich denken können. Natürlich haut er ab. Ach, Mann. Zwei Granaten verschwindet. Ah, ja, ja, ist zu. Mann, regt mich das hier alles auf wieder. Grannys hätte ich auch sinnvoller nutzen können. Russ, how's Dad doing? Does he seem okay? Oh, he's fine, Alex. He's working away over there. Good. Well, thanks. Oh, he is missing a leg, though. Yeah. You know, he was missing a leg before. Right. Well, it's still gone. Thanks, Russ. Sure thing. Da sieht man nix. Na, ah, da hätte ich auf Einzelschuss machen können. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Ist immer schön in den Bauch. Ja, da wirkt es am besten. Denke ich. Kauft es mir einfach ab. Mensch, hören Sie mal, was sind das für Töne? Um. Oh, Alex! Are you seeing that? The Vortigaunts are taking down the substation! Yes! This might work! Yeah! Ich bin wütend. Wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich weiß es nicht, ich bin verwirrt.
Oh. Oh, der ballert er jetzt wieder wahnsinnig rum. So. Geht halt nicht. Ein richtiger Irre. Nee. Total falsch. Mach mich ganz kirre. Mit seiner Minigun. Daumen. Oder ist es keine Minigun? Sind das vielleicht die Maschinen? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber weiß es, dass er hier in der Nähe ist. Und zwar da oben. Ja, siehst du, das ist der. Ja, jetzt haut er wieder ab. Ist klar. 4, 30. 30. Gleich mal dieses hübsche Baby. Ja, das Reflexvisier ist eigentlich ein bisschen ablenkend. Fuck. Geht doch. Okay. Nicht perfekt. Aber absolviert. So, bestanden. Vielleicht ich aber meine Belohnung. Gibt's nicht. Toll. Brauche ich nicht. Nur noch
hasse davon. Selber schuld. Okay, there's no direct path from where you are to the vault, so you're going to have to snake your way there. Okay. Well, it's huge, so it shouldn't be hard to know which way I'm going. I don't understand what they're doing with it here. If this weapon is so powerful, why keep it locked up in a dump like this? My guess is they're trying to find a way to ship it off Earth, back to their home or some other planet. Why not use it here? They already won this war, Alex. Ich will keine Granny nutzen. Aber ich will auch meine Munition jetzt nicht verschwenden. Ach. Ja, ist doch schon down. Ich habe das falsche gesungen. Deshalb. Okay. Vielleicht ohne Musik. Oh ja, komm. Ah ja, komm, das waren auch viel zu viele. Ja gut, man kann auch loslassen. Hätte man mir auch... Oh, wegen... Na gut. Ganze Stress für Medipacks.